Moin Moin Secrets Freunde und herzlich willkommen zu einer nächsten Ausgabe Let's Play hier auf eurem Secrets Kanal. Ja, heute sind wir mit dem japanischen Super Flugzeugträger der Sekiryo unterwegs und zwar hat uns diese Runde der gute Komuso eingeschickt, auch Clan-Mitglied und Twitch-Streamer. Vielen Dank erstmal für deine Einsendung. Ich freue mich auf jeden Fall diese Runde gleich zu kommentieren, weil wir haben hier eine fast 4000 Basics per Runde, also wir können auf jeden Fall gespannt sein, was uns hier erwartet. Und wenn auch ihr eine tolle Einsendung habt und vielleicht gerne mal euer Replay kommentiert haben möchtet, dann gerne replay.sequads.de aufrufen, euer Replay hochladen, alle vier Endscreens nicht vergessen und natürlich noch eure Kapitänskillung und die Verbesserung anhängen. Und mit ein bisschen Glück nehmen wir euer Replay auf, kommentieren das Ganze und dann seht ihr euch bei YouTube. Ja, die Flugzeugträger sind ja immer schnell drin im Geschehen, also gucken wir uns ganz schnell erstmal seine Kapitänskillung und die Verbesserung an. Beim Kapitän hat er 18 Skillpunkte hier vergeben, in der ersten Reihe verbesserte Motorboost und die Luftherrschaft geskillt, in der zweiten Reihe Torpedobomber, also minus 10% Torpedo-Scharfschaltungszeit, dann verbesserte Motoren, bringt euch nochmal ein bisschen bessere Staffelgeschwindigkeit und Reparaturspezialist. Dann in der dritten Reihe Flugzeugpanzerung haben wir geskillt und Experte der Überlebensfähigkeit. Und in der letzten Reihe Annäherungszünder, das negiert nochmal 10% beim Torpedoschutz. Bei den Verbesserungen hat er im ersten Slot Luftgruppenmodifikation 1 verbaut, im zweiten Slot Flugzeugmotormodifikation 1, im dritten Slot Flugzeugtorpedomodifikation 1 und im vierten Slot Torpedobombermodifikation 1, fünfter Slot Flugzeugüberwachungsmodifikation 1 und im letzten Slot Flugüberwachungsmodifikation 2. Ja, wer sich das Ganze nochmal im Detail anschauen möchte, der geht dann mal kurz zum Bild zurück, drückt dann mal kurz Pause und schaut sich das nochmal ganz in Ruhe an. Und wenn ihr dann noch die Zeit habt, würde ich mich freuen, wenn ihr unsere Arbeit schon mal honoriert und dem Ganzen einen Daumen nach oben da lasst für diese Runde und natürlich gerne zum Rundenabschluss auch gerne einen Kommentar. Und wer unseren Kanal nicht abonniert hat, natürlich auch gerne mal jetzt abonnieren und die Glocke nicht vergessen. So, wir gehen rein ins Gefecht, schauen uns erstmal ganz kurz das Matchmaking an, Tier 9 bis Tier 11. Jede Menge auf jeden Fall Damage-Potenzial hier. Wir haben hier 5 Schlachtschiffe noch mit dabei, 5 Kreuzer, kein U-Boot und nur ein Zerstörer. Und das ist die Sorki, also der geht noch relativ leicht dann auf. Das ist keiner, der hier auf Stealth großartig fahren kann. Er konzentriert sich erstmal hier auf die Sanwa. Der steht hier schön erstmal alleine. Ihr seht auch schon da vorne einen Brand. Flooding haben wir jetzt gerade nicht drauf gesetzt, aber vielleicht haben wir nochmal gleich die Möglichkeit hier, nochmal mit unseren Flugzeugtorpedos hier ein Flooding zu erzeugen. 26.000 Schaden hier auf der Uhr. Jetzt ist es ein bisschen mehr. Jetzt sind wir bei 32.000. Jetzt startet er die ersten Schlachtflugzeuge, und zwar die Jet-Staffel, also eine sogenannte taktische Staffel, über die die Superträger hier verfügen. Die sind besonders schnell unterwegs, haben dafür einen längeren Cooldown. Also für alle, die die Superträger noch nicht haben, das ist hier so eine spezielle Eigenschaft, nennen wir es mal so, bei den Flugzeugträgern hier. Ja, auch gut 8000 nochmal Schaden gemacht, ein Brand gesetzt. Also ihr seht schon, da könnt ihr relativ schnell von A nach B fliegen, auch längere Distanzen innerhalb von kurzer Zeit überwinden und das macht das Ganze halt zu einer sogenannten taktischen Staffel, bietet halt dann nochmal andere taktische Möglichkeiten als hier unsere normalen, in Anführungsstrichen, langsameren Flieger. So, und jetzt geht es mit der nächsten Torpedobomber-Staffel und ihr seht schon, Torpedobomber-Staffel ist gut gesagt, da sind hier jede Menge, die hier anfliegen. Nachteil ist aber, wir sind nur mit 2 Fliegern hier im Angriff drinne, haben damit entsprechend wenige Torpedos, die wir hier rauswerfen können und damit natürlich keinen breiten Torpedofächer. Ihr seht dann auch schon, jeder Flieger führt hier auch nur einen Torpedo. Dementsprechend sind die relativ gut prädestiniert für langsamere Ziele, also wie unsere Schlachtschiffe, weniger gut geeignet für Zerstörer. Da muss man dann schon relativ gut treffen, beziehungsweise Zerstörerfahrer darf sich vielleicht auch nicht ganz so gut darauf konzentrieren oder ein bisschen nachlässig sein. Für Schlachtflugzeuge sind die ja ideal, machen auf jeden Fall richtig viel Schaden. Sehen wir auch sicherlich gleich bei der Sandra nochmal. Bei 40.000 haben wir knapp vorher gestanden, jetzt sind es 54.000. Sandra natürlich auch mit nicht so einem ganz guten Torpedoschutz wie andere Schlachtschiffe hier unterwegs. Und diesen Angriff kriegen wir hier vielleicht noch gerade so durch. Nein, leider nicht. Sandra hat sich da gerade nochmal hoch repariert, sonst wäre es sicherlich die Möglichkeit hier gewesen, die Sanwa hier gleich rauszunehmen. Mal gucken, ob er den gleich nochmal mit der nächsten taktischen Staffel den Torpedobombern hier jetzt anfliegt. Ja, das ist natürlich jetzt so ein typisches Ziel normalerweise, ein Low-HP-Schiff. Ja, schnelle Flieger, die hier im Angriff sind, die eine weite Distanz hier überwinden können. Aber vielleicht auch die Condé, die sich hier relativ festgefahren hat. Oder beziehungsweise nicht ganz festgefahren hat, aber dann doch hier erst gerade am Anfahren ist. So, mal gucken, ob wir den hier torpedieren können. Mal sehen, ob wir da drauf Schaden machen können. Konnte hier ziemlich offensiv in der Mitte unterwegs. Und da haben wir richtig Schaden drauf gemacht. Und zwar 30.000 mit Flooding. Also da haben alle 4 Torpedos gesessen. Ja, bei der taktischen Staffel ist es so, dass jeder Flieger hier 2 Torpedos mit sich nimmt. Und wenn die natürlich alle treffen, dann klappert es hier mal richtig. Und genauso ist es auch bei der Konnte jetzt gerade passiert.
Maximalschaden hier bei den Torpedos 9333 und wir haben hier eine Maximalgeschwindigkeit bei den taktischen Torpedobombern von 319 Knoten. Also da sind wir super schnell unterwegs und natürlich der weitere Vorteil ist, die gegnerische Flugabwehr, die hat da natürlich wenig Chancen hier die Flieger vorher runterzuschießen, weil wir einfach so schnell unterwegs sind, dass wir da normalerweise fast jeden Angriff durchkriegen. So, mit der nächsten Torpedobomberstaffel, mit der normalen Staffel wieder auf die Condé drauf. Der ist natürlich schön wendig. Vorher hat man den Vorteil gehabt, da konnte er nicht weg. Da war die Insel neben ihm gewesen. Jetzt jagen wir die Condé so ein bisschen mit unseren Torpedos. Ihr seht schon, er hat ihr ja hier quasi eine Falle gestellt. Die Condé kann jetzt nicht ausweichen, zumindest nicht, wenn sie Torpedos reinfahren möchte. Und er stellt sie sich jetzt hier, oder legt sich gerade hier zurecht. Nächsten Torpedos raus. Die Condé hat hier abgebremst, wollte hier die Torpedos durchlassen. Und muss natürlich jetzt, als wir Fahrt aufnehmen, hat er hier sehr clever gemacht. Nascht zumindest ein Torpedo bei dem anderen. Na, okay, da spielt seine Wendigkeit hier ihm auf jeden Fall in die Karten. Den schnappt er sich nicht. Auch da dreht die Condé nochmal rein. Also ein wendiges Ziel, was er sich auf jeden Fall hier ausgesucht hat. Ein schwieriges Ziel. Ja, anstatt hier ein Schlachtflugzeug anzugreifen, hat er hier die Condé nochmal attackiert. Nochmal ein Torpedo drauf. Und die nächste taktische Staffel. Ihr seht schon, der Cooldown ist falls lang, aber trotzdem habt ihr sie relativ schnell wieder bereit, weil ihr seid natürlich mit anderen Flugzeugträgerstaffeln während dieser Zeit unterwegs. Okay, in diesen Angriff brauchen wir nicht mehr reingehen. Condé wurde rausgenommen von der Neptune. Also haben wir da vielleicht die Minotaur. Da reicht aber unsere Angriffszeit leider hier nicht mehr ganz ab. Also hat man noch eine Sekunde gerade gebraucht, dann hätten wir den attackieren können. Nächstes Ziel hier vielleicht die Edgar. Mal gucken, kommen wir da rum. Da kommen wir auf jeden Fall rum. Ah, der will sich hier einsmoken. Also ist er langsam unterwegs. Ja, müssen wir ein bisschen erahnen natürlich, wo er steht. Schauen wir mal drauf. Haben wir ihn getroffen? Ja, wir haben ihn getroffen. Knapp 5000 an Schaden. Sicherlich nicht das, was wir hier hätten maximal rausholen können. Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich auch nicht zu viel Zeit hier verlieren. Dementsprechend haben wir hier den Drop, quasi den Angriff gemacht und sind mit unseren Schlachtflugzeugen das nächste Mal unterwegs. Drei angreifende Staffel haben wir hier. Eine Staffel hat er direkt schon wieder zurückgeschickt. Warum macht man das Ganze? Um die Flieger nicht zu verlieren. Also die können jetzt nicht runtergeschossen werden. Die kommen direkt zum Flugzeugträger zurück. Und am Rundenende hat man dann quasi noch mehr Flieger wieder zur Verfügung, die dann ja nicht wiederhergestellt werden müssen. Somit ist der Hangar dann noch ein bisschen mehr gefüllt. Und wir haben nicht viele Flieger denn verloren. Und gerade zum Rundenende ist es dann halt wichtig. Da müssen wir ein bisschen so auf die Runde gucken. Wie verläuft natürlich so eine Runde? 4000 Schaden hier auf die Minotaur währenddessen. Wie verläuft so eine Runde? Wenn ihr natürlich haushoch gewinnt, dann braucht ihr die nicht unbedingt safen. Aber wenn ihr seht, so nach 8 Minuten Spielzeit, wir haben noch relativ ausgeglichenes Matchmaking hier. Punktemäßig alles noch komplett im grünen Bereich. Auch hier von den Schiffen sieht es noch okay aus. Gucken wir mal ein bisschen auf die Schadensverteilung. 327.000, was bei uns noch im AP-Pool drin ist. 375.000, was auf der anderen Seite noch im AP-Pool drin ist. Also hier alles noch im grünen Bereich auf jeden Fall. So, und die Minotaur, die steht dann natürlich schön alleine. Also das nächste Mal Schlachtflugzeuge hier im Angriff. Minotaur seht ihr schon mit einer sehr starken Flugabwehr hier. Ja, wir haben hier einen relativ geringen Trefferpunktevorrat bei unseren Fliegern. Deswegen können wir da auch nur einen Angriff durchbringen. Die Minotaur hier nochmal beim Cappen resettet ganz kurz. Ja, der steht da schön alleine. Deswegen kann er das hier alles sich so wagen bei der Minotaur. Aber muss natürlich aufpassen, dass er nicht zu viele Flieger verliert. Hier gerade bei unseren Torpedobombern ist es natürlich die Gefahr, wenn wir da lange über die Minotaur rumkreisen würden, indem wir den nächsten Angriff starten würden und nochmal einen Angriff starten wollen, weil wir hier viele kleine Staffeln haben, hätten wir natürlich das Problem, dass die Minotaur in der Zeit uns viele Flieger runterschießen würde. Deswegen macht es da nicht ganz so viel Sinn. Auch hier saved er erstmal nochmal eine Staffel, schickt die erstmal wieder zurück zum Flugzeugträger. Ihr seht schon, ein bisschen gelitten haben wir hier. Wir können nicht mehr mit vollen Staffeln starten. Ja, dementsprechend müssen wir hier ein bisschen mit aufpassen, dass wir die natürlich zum Rundende noch zur Verfügung haben. Edgar kriegt hier die nächste Torpedo-Ladung hier auf jeden Fall ab. Ja, das könnte reichen, wenn wir beide Torpedos treffen. Ein Torpedo hat getroffen. Ja, leider bleiben noch ein paar Stoßhubpunkte auf der Uhr. Aber nichtsdestotrotz, Conqueror hat den vorher mal in Brand gesetzt. Und dementsprechend ist die Edgar jetzt hier raus. So, nächste taktische Staffel, die er ausgewählt hat. Ich denke mal, die Minotaur könnte das Ziel der Wahl wieder sein. Da kommt ein Torpedoschwarm an, aber das muss uns hier nicht interessieren. Ja, 1,7 Sekunden hier knapp muss er entsprechend vorhalten können, damit die Raketen hier treffen. Ein paar Raketen haben wir auch getroffen, nochmal in Brand gesetzt. Ja, noch nicht ganz so die Hits, die wir hier natürlich brauchen, aber die Minotaur war auch hier angewinkelt gewesen. Das macht es natürlich ein bisschen schwieriger, richtig alle Raketen hier ins Ziel zu bringen. Dann glaube ich, ist hier auf jeden Fall noch ein bisschen mehr an Schaden hier drinne. Cap-Control haben wir jetzt erstmal erlangt durch B und C. Auf der Außenflanke ist die Sorki, die fällt mir jetzt gerade mal da hinten auf. Der wird unsere Conqueror ein bisschen das Leben schwer machen. Der hat auch noch relativ wenig HP, dementsprechend hoffen wir da einfach mal, dass die Conqueror den herausgeschossen bekommt.
So kann er sich weiter auf die Minotaur hier erstmal konzentrieren. Den erstmal hier wegjagen. Sollte aber auch nicht mehr zu lange im Gefecht hier drin bleiben. Ist relativ low AP. Und da haben wir auch den Torpedotreffer, der die Minotaur hier an der Stelle versenkt. Erster Kill hier, den wir abhaken können, der auf unserer Uhr steht. Und ich denke mal, jetzt müssen wir ein bisschen auf die linke Seite da oben konzentrieren. Da haben wir eine Republik, da haben wir eine Conqueror und da haben wir eine Ibuki auf jeden Fall in der Mitte. Alexander Nevsky, Radarschiff, okay, da konzentriert er sich erstmal. Radarschiffe sind natürlich auch immer begehrte Ziele für Flugzeugträger, da sie natürlich auch taktische Möglichkeiten für den Gegner durch ihr Radar bieten. Das ist natürlich wichtiger, wenn wir auch unsere Zerstörer ein bisschen safen wollen. Ja, die Magiri, die haben wir hier nicht mehr drin im Spiel. Nichtsdestotrotz greifen wir die Nevsky hier an. Ein Torpedotreffer schön vorne auf die Nase drauf. Leider kein Flooding. Der muss jetzt da gegen die Neptun reinfahren, aber da ist die Neptun natürlich ein bisschen mehr unterlegen gegen so eine Nevsky. Im Normalfall zumindest. Dementsprechend können wir hier unserer Neptun hier ganz gut helfen. Und das machen wir auch. Ein doppelter Treffer nochmal auf die Nevsky Schlachtflugzeuge raus. Da brauchen wir jetzt auch keine Staffel großartig saven, weil wenn wir einen Angriff durchkriegen, dann haben wir noch zwei mögliche Angriffe hier auf andere Schiffe hier zur Verfügung. Mal gucken. Ah, okay, gut. Neptun erledigt das Ganze schon bei 2000 Trefferpunkte, die die Nevsky hier nur noch hatte. Natürlich auch für so einen Neptun überhaupt kein Problem. Der wollte da noch schnell entkommen. Diese Möglichkeit haben wir ihm nicht mehr gegeben. Ja, innerhalb von 3 Minuten hat sich hier das Gefecht quasi zu unseren Gunsten schon sehr gut entwickelt oder fast schon entschieden. Wir haben jetzt 400 Punkte auf einmal Vorsprung und auf schiffsmäßig haben wir jetzt einen Vorsprung. Also seht schon, vorher einen ganz kleinen Nachteil gehabt, jetzt schiffsmäßig einen Vorteil, auch wenn wir trefferpunktemäßig noch ein bisschen im Nachteil sind. Und jetzt schlägt natürlich so nochmal so eine richtige Stunde des Flugzeugträgers, weil wir können jetzt auf Abfarmkurs gehen. Also 160.000, was er hier knapp an Schaden jetzt auf der Uhr hat. Nächste taktische Staffel ist hier bereit. Und jetzt gucken wir mal auf so eine Conqueror. Die ist ja nicht ganz so stark gepanzert. Auch decksmäßig nicht. Und wenn wir da unsere Raketen gut platzieren, dann schauen wir mal, was jetzt an Schaden hier möglich ist. 158.000. Und da treffen hier schon mal 10 Raketen. Okay, sind knapp 7.000, 8.000, glaube ich, jetzt knapp an Schaden gewesen. Aber der Brand ist auch nochmal gut gewesen. Weil jetzt kommen wir mit den Bombern. Die Club, die hat man hier noch gar nicht gehabt. Und zwar haben wir hier AP-Bomber. Also sprich, einen Brand können wir jetzt leider nicht setzen. Bei der Torpedobomberstaffel hätte man natürlich die Möglichkeit gehabt, hier nochmal ein Flooding zu erzeugen. Aber da sind wir auch wieder bei der Deckspanzerung der Conqueror. Ja, die müssten wir hier ziemlich hier gleich overmatchen können. Dementsprechend sollten wir hier sogar Zitadellen auf der Conqueror gleich sehen. Eine Bomberstaffel hat er wieder zurückgeschickt. Natürlich der Anflug möglichst von vorne oder halt gerade von hinten. Mal gucken, ob wir, aber die Bomben sehen gut aus. Genauso ist es auch. Eine Zita war dabei gewesen. Unterstützer haben wir hier gedroppt. So, nächsten Drop kriegen wir sicherlich auch nochmal durch. Conqueror ist ja nicht gerade gesegnet mit einer guten Flugabwehr. Dementsprechend kommen wir hier auf jeden Fall nochmal mit einer vollen Staffel hoffentlich hier gleich an. Der versucht jetzt nochmal ein bisschen reinzudrehen, will uns das natürlich schwer machen. Na, okay, einen Flieger haben wir ja gerade nochmal verloren, aber zwei kriegen wir auf jeden Fall durch. Und da ist auch nochmal die nächste Zita. Also ihr seht schon, wenn ihr die geeigneten Schlachtschiffe hier vor euch habt und damit diese AP-Bomberstaffel ankommt, dann tut sie auf jeden Fall weh. Und er hat sich entschieden, jetzt erstmal natürlich auf Sicherheit auch zu spielen. Ist hier nach oben gezogen, fährt hier hinter diese Insel. Ja, möchte natürlich hier nicht aufgedeckt werden. Momentan kann das nämlich nur der generische Flugzeugträger bzw. ihn noch angreifen. Conqueror und Republik sind jetzt für ihn erstmal hier nicht relevant. Sind natürlich auch schön beide isoliert unterwegs. Beide Schiffe mit nicht der besten Flugabwehr. Dementsprechend haben wir hier eine gute Möglichkeit, hier die weiterhin abzufahren. Ihr seht schon, er versucht hier auf jeden Fall den Kurs hinter der Conqueror zu bringen, um die Flieger direkt über ihn zu platzieren. Damit habt ihr die Möglichkeit, hier auf jeden Fall viele Bomben ins Ziel zu bringen. Relativ weit, wo er hier runter geht. Eine zieht er leider nur. Hätten ja auch zwei oder dreimal sein können. Nichtsdestotrotz, nächster Angriff, den wir hier gleich nochmal durchführen können. Mal gucken, ob wir da jetzt nochmal gut hier rumkommen, um auch wieder möglichst viele Bomben hier platzieren zu können. Ja, Conqueror tut uns sogar ein bisschen in den Gefallen, dreht einen kleinen Stick hier wieder rein. Ah, okay, trotzdem noch eine Zita dabei gewesen. Da habe ich noch gedacht, da gehen beide Bomben jetzt daneben. Nee, war nicht so gewesen. Dementsprechend habt ihr schon gesehen, ja, haben wir die Möglichkeit hier so eine Conqueror relativ gut runterzufahren, obwohl unsere Strukturpunkte bei den Fliegern nicht ganz so hoch sind und auch die Flieger nicht ganz so schnell sind. Ja, nichtsdestotrotz, die Flugabwehr ist dann halt nicht überragend. Dementsprechend haben wir die Möglichkeit, dann viele Angriffe zu starten. Genauso wie es auch in unserer taktischen Staffel jetzt nochmal. Und zwar haben wir da jetzt nochmal Torpedos bereit. Und ich denke mal, wenn wir die Conqueror so schön hier Breitseite haben,
dann wird sich der Komuse das hier nicht nehmen lassen, die hier jetzt rauszutorpedieren. Da gehe ich mal ganz fest von aus. Und wenn ihr eine qualitativ hochwertige Unterlage für eure Maus sucht, dann schaut doch mal gerne bei unserem Partner ProPads vorbei. Ja, gestaltet dein eigenes Custom Design Mauspad oder wähle natürlich auch gerne unser C-Codes Design aus. Das bleibt dir auf jeden Fall frei überlassen. Ja, schau einfach mal in die Videobeschreibung rein. Unter jedem unserer Videos findest du den Link zu ProPads. So, währenddessen hat er die Sunway rausgenommen. Republik hier, nächstes Abfarmziel. Der ist noch relativ gut beieinander hier, 68.000, also der hat jetzt noch nicht so richtig viel am Gefecht teilgenommen, habe ich das Gefühl. Währenddessen die gegnerische Sekiro ihn ja angreifen möchte und er den Großkaliber hier gedroppt hat. Er konzentriert sich auf jeden Fall weiterhin auf die Republik, möchte hier quasi das Schiff raushaben, was zumindest durch die Hauptbatterie hier für unsere Leute gefährlich, gerade natürlich für die Neptun werden könnte, wobei dann natürlich sehr, sehr weit von den Caps hier entfernt ist und eigentlich gar keine Möglichkeit mehr hat zu cappen. Also dementsprechend hat der Gegner eigentlich nur noch die Möglichkeit, hier unsere Schiffe rauszukriegen. Und er muss versuchen, hier natürlich die gegnerische Republik hier aufgedeckt zu bekommen, beziehungsweise aufgedeckt zu halten. Währenddessen wir beim gegnerischen Flugzeugträger jede Menge Flugzeuge hier runterschießen, weil der natürlich versucht, jetzt uns zu attackieren. Ihr seht auch schon, er hat uns knapp die Hälfte unserer Strukturpunkte hier auch schon geraubt. Nichtsdestotrotz, wir schießen hier jede Menge Flieger runter. 11 Stück waren es jetzt hier in diesem Angriff schon gewesen. Und unsere Jäger holen noch ein paar Flieger runter. Dementsprechend Flugabwehrexperte hier. Nächster Drop, nächstes Abzeichen, was er sich hier verdient hat. So, Torpedos haben wir noch genug zur Verfügung für die Republik. Republik tut denen hier sicherlich ein bisschen leid. Aber wie gesagt, wenn man so voller Trefferpunkte noch sitzt und das hin zum Rundenende, dann hat man da wahrscheinlich auch nicht alles hier richtig gemacht in der Runde. So ehrlich muss man dann halt auch zu sich selber dann manchmal sein. Das muss natürlich ja auch sowas ansprechen. Und dementsprechend hat er hier nicht die Möglichkeiten sicherlich ausgenutzt, die er mit so einer Republik, mit seinen Strukturpunkten gehabt hätte. Ja, und er ist hartnäckig. Er möchte auf jeden Fall die Republik hier rausbekommen. Beziehungsweise setzt sein Flugzeugträger hier sicherlich auf den Kurs der Sekiro. Den kann er ja einfach rausrammen. Aber ich glaube, da hat sich irgendein Flugzeugträger auf jeden Fall hier verhakt oder verhangen, was auch immer. Können wir jetzt gerade nicht so richtig auf der Minimap hier herauskristallisieren. 34.000 Trefferpunkte hat die Republik noch. Sollte hier also keine Rolle mehr großartig spielen. Iowa, Neptune sind ja auf der Sekiro, auf der gegnerischen Sekiro sicherlich mit drauf. Währenddessen wir fleißig weiterhin seine Flieger mit abschießen. Aber er natürlich auch uns weiter attackieren kann. Also nicht gerade so viel, was hier gerade an spannenden Sachen hier passiert. Ja, und ihr seht schon, da ist die Sekiro, genau, der hat sich hier gebeatscht und ob wir mit unserem großen Pott hier noch rumkommen, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Jetzt geht hier noch ein Sekundärkrieg hier los. Ja, den werden wir hier gleich leider verlieren. Ihr seht schon, so viel Treffer können wir ihn hier leider nicht mehr in der Kürze der Zeit hier abziehen. So, letzte Staffel hier nochmal gestartet, bevor die gegnerische Sekiro uns hier mit der Sekundärartillerie rausnehmen konnte. 281.000, was wir hier an Schaden haben. Ja, möglichst schnell hier Distanz gewinnen zum Flugzeugträger, bevor der uns hier unsere taktische Staffel ja runterschießt. Was haben wir jetzt an Fliegern runtergeholt? 58 Stück sind es jetzt insgesamt hier gewesen. 102 Raketentreffer haben wir hier gesammelt, 24 Torpedotreffer, nur dreimal Floodings. Ja, also ihr seht schon, die Flutungsgefahr ist hier denn nicht ganz so hoch. 4 Zitadellentreffer durch unsere Bomberangriffe, also AP-Bomber hat er hier nicht ganz so häufig eingesetzt. Das Mittel der Wahl waren dann sicherlich eher unsere Torpedobomber hier gewesen. Und jetzt nochmal der letzte finale Angriff auf die Republik mit zwei taktischen Schlachtflugzeugen, die wir hier nochmal zur Verfügung hatten. Und auch diese haben hier ja nicht ganz so viel Schaden gemacht, wie wir uns das vielleicht versprochen hätten. Nichtsdestotrotz werden wir diese Runde hier gewinnen. Er steht hier bei 282.990 Schaden. Diese Runde geht jetzt gleich zu Ende. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, die Leistung vom Komuso hat hier doch, denke ich mal, einen Daumen nach oben verdient. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr meinen Kommentar einfach einen Daumen nach oben da lasst und natürlich auch gerne diese Runde hier mal kommentiert. Was hat er gut gemacht? Was hat er schlecht gemacht? Schreibt es vielleicht mal rein. Ja, vielen Dank auf jeden Fall erstmal für euer Zuschauen, für eure Zeit, die ihr euch wieder genommen habt. Ich bedanke mich auf jeden Fall und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Egal ob Let's Play, im Fokus oder irgendein anderes Video, was ihr auf unserem Kanal empfindet. Vielen Dank, macht es gut, euer Toxic, euer C-Codes Team.